Moin ihr Zuckerschnecken! Heute quatschen wir kurz über den möglichen Transfer von Gleison Bremer zu Juventus Turin. Viel Spaß! Es ist wirklich passiert. Zumindest wenn man Medienberichten Glauben schenkt. Juve soll Inter im Rennen um Gleison Bremer doch noch überholt haben. Und das, obwohl sich Inter bereits vor 6 oder 7 Monaten mit dem Brasilianer auf einen Vertrag geeinigt hatte. 7 Monate! Aber in diesen 7 Monaten hat Inter sich mehr oder weniger zurückgelehnt. Man hat Torino zwar hier und da mal ein Angebot unterbreitet, aber nichts, was ernst zu nehmen war. Man hat Torino quasi nie über 25 Millionen Euro angeboten. Und das war natürlich zu wenig. Und bis gestern hatte man das Angebot nie richtig erhöht. Gestern sollten Gespräche zwischen Torino und Inter anstehen, in denen man eine Einigung finden wollte. Doch schon vor dem Gespräch konnte man hören, dass Juve wohl einen Vorstoß gewagt hat und Bremer seine Meinung vielleicht doch noch ändern könnte. Das letzte Angebot von Inter, was sie gestern vorgelegt haben sollen, soll bei 30 Millionen Euro plus der Leihe von Talent Casadei liegen. Eine Leihe von einem Talent. Also anders gesagt, Inter will sogar noch, dass Torino den Spieler dann für sie ausbildet. Also was ist das denn? Während Juve auf der anderen Seite 35 Millionen Euro plus 5 Millionen Bonus bieten soll. Beziehungsweise dieses Angebot wird für heute erwartet. Während Inter dem Innenverteidiger 3 Millionen Euro pro Saison zugesichert hatte, bietet Juve ihm 4 bis 4,5 Millionen an. Und die Taktik von Juventus scheint wirklich aufgegangen zu sein. Denn ich hatte mich wirklich schon gewundert, dass Matthijs de Ligt am Ende für in Anführungsstrichen nur 70 Millionen Euro gewechselt ist, plus 10 Bonus. Aber Juve hat, denke ich, genau darauf gepokert, dass man so die Chance hat, Bremer zu bekommen, beziehungsweise da nochmal reinzugrätschen. Und wie es aussieht, ist die Taktik aufgegangen. Und für diejenigen, die sich fragen, warum der Hype gerade so groß ist. Zum einen, weil man mit einem möglichen Wechsel Inter auf dem Transfermarkt schlagen kann. Zum anderen, weil Bremer vom Stadtrivalen Torino kommt. Sprich, die Voraussetzungen für diesen Transfer waren von vornherein sehr, sehr schlecht für Juve. Dazu hatte Torino-Präsident Cairo mehrmals betont, er möchte Bremer nicht an Juve verkaufen. Und am Ende müssen wir uns sogar bei ihm bedanken, denn Cairo ist nie schwach geworden. Er hat immer darauf spekuliert, beziehungsweise er hat immer gewusst, dass er mehr Geld bekommen wird als diese 25 Millionen Euro, die ihm Inter schmackhaft machen wollte. Während Inter darauf gezockt hat, dass die Einigung, die man mit dem Spieler vor 7 Monaten getroffen hat, ausreicht. Bremer war vergangene Saison meiner Meinung nach einer der 2 besten Innenverteidiger in der Serie A. Er ist ein Monster in Zweikämpfen, schnell und abgeklärt. Und mit 25 Jahren ist er quasi im perfekten Alter, wo er schon auf einem Top-Niveau ist, aber immer noch besser werden kann. Und wenn man sieht, was Innenverteidiger aktuell auf dem Transfermarkt kosten, dann sind 35 bis 40 Millionen für so einen Mann fast ein Schnäppchen. Aktuell wird spekuliert, dass Juve zusätzlich zu Bremer auch Nikola Milenkovic verpflichten will. Dazu muss ich aber sagen, dass ich von der Idee nicht überzeugt bin. Prinzipiell bin ich ein Befürworter für Milenkovic, denn er ist ein super Verteidiger für einen Schnäppchenpreis. Aber sollte Bremer kommen, sollte Juve eher versuchen, einen linksfüßigen Verteidiger zu verpflichten, anstatt Milenkovic. Pau Torres oder Gabriel wären einfach ein Traum. Dann hätte man eine Top-Abwehr für die nächsten 5 bis 10 Jahre. Ob der Transfer von Bremer zu 100% durchgeht, werden wir in den kommenden 48 Stunden sehen. Aber aktuell sieht es sehr, sehr gut aus. Und meiner Meinung nach würden wir einen super Deal machen. Aber was meint ihr? Glaubt ihr, Bremer würde bei Juve einschlagen oder nicht? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Lasst gerne ein kostenloses Abo und ein Like da, um den Kanal zu unterstützen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Haltet die Ohren steif und ciao, ciao.